Hallo alle zusammen. Wir machen ja jetzt ein Bananenbrot. Und zwar, ich habe jetzt hier die Bananen schon mal püriert. Die habe ich schon vor ein paar Tagen geholt. Ich habe die jetzt richtig lange liegen lassen, dass die außen richtig schön braun waren. Und dann brauchen wir da auch keine Süße mehr dazugeben. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt ja den Teig abschmecken, dass euch etwas Süße fehlt, könnt ihr ja trotzdem etwas Xylit, Erythrit, Stevia, was auch immer dazu geben, irgendeinen Zuckerersatzstoff, genau. Und der Ofen heizt vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Hier geben wir jetzt einmal etwas Vanilleextrakt dazu. Dann Eier. Menge und so steht ja alles unter dem Video in der Infobox. Dann haben wir etwas Kokosöl. Das habe ich geschmolzen. Darf natürlich nur nicht mehr heiß sein, wenn es mit den Eiern zusammenkommt. Dann gemahlene Mandeln. Dann brauchen wir noch Backpulver und Salz. Und das verrühren wir. So, jetzt muss ich mir das doch mal so hinstellen und das gebe ich jetzt in meine Form hinein und dann geht's ab in den Ofen. So, das ist jetzt unser Bananenbrot und zwar, das war bei mir 45 Minuten einmal im Ofen und also das muss man auf jeden Fall gut auskühlen lassen und wenn man keine Silikonform nimmt, dann am besten das Ganze mit Backpapier auskleiden, damit man das dann auch gut rausbekommt. Ist auf jeden Fall richtig saftig. Das habe ich eben schon gehört, wo ich es geschnitten habe. Weiß nicht, ob man das gehört hat, dass es so knautschig war über die Kamera. Jetzt probieren wir mal. Ich bin echt nicht so der Bananenfan. Also ich habe nichts gegen Bananen. Aber das schmeckt mega. Bei mir ist es eigentlich immer, was ich früher gern gegessen habe, normales Knäckebrot. Also das klassische Knäckebrot. Nicht dieses helle Weizen, sondern dieses klassische. Butter drauf und dann Bananenscheiben. Aber das muss ich sagen, schmeckt mega. Man braucht wirklich keinen Zucker. Und so saftig. Mega. Boah, ich bin gerade richtig begeistert. Ich habe noch nie Bananenbrot gegessen. Aber richtig gut. Weil das Schade ist, es sieht ja so trist und so langweilig aus, wo man denkt, oh, aber das schmeckt mega. Mega, mega, mega. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!